herzlich willkommen bei Tür 20 der Kalea Bier Adventkalender Vorstellungen. Nämlich, und zwar trinken wir heute wieder Deutschland gegen Österreich. Und wir haben hier auf österreichischer Seite aus Vorarlberg das Frastanzer Handcrafted Bio Kalea Edition. Also ganz speziell, das heißt, das wird es dann wohl nicht mehr geben. Und? Ja, wir haben da das schlappe Seppel Winterbock. Herzlich willkommen, liebe Freunde des Mittelalters hier auf Kabau TV. Arnulf, das Schandmaul am Apparat und Lisa. Und wir freuen uns, jetzt die nächsten Biere aufmachen zu können, was wir jetzt auch gleich tun. Darf ich die aufmachen? Aber natürlich. Mach ich doch gern. Ja, dankeschön. Bitte, einschenken darfst du dir selber. Dann sind wir schneller. Ja, okay. Eins ist immer ganz wichtig, wenn Frauen dabei sind, Höflichkeit. Höflichkeit sollte immer das A und O sein. Immer, nicht nur bei Frauen, du Sexist. Ich bin ein Sexist, ja, toll. Ich bin auch bei Männern höflich, aber bei Frauen besonders. Okay, das ist Gentleman-like, das ist voll okay. Kann man machen. Ein sehr klares Bier. Ein duftendes Bier. Wobei ich sagen muss, Frastanzer ist bei mir eine Brauerei, die ich nicht so sehr schätze, weil sie beim normalen Bier mir zu wenig Kohlensäure haben. Bin schon sehr gespannt auf dieses Bier. Bin ja in Vorarlberg, habe ich so eine Art Zweitwohnsitz, deswegen kenne ich Vorarlberger Brauereien auch ein bisschen. Mein Onkel liebt Frastanzer, nämlich. Deswegen werde ich... Der Schaum geht schon wieder weg. Ja, dann muss ich gleich mal trinken. Ja. Ja, durchaus. Leidenschaftlich handgebrautes Bio-Bier aus dem denkmalgeschützten Sudhaus der Brauerei Frastanz. Offene Gärung. Beste Bio-Zutaten, Kaltabfüllung. 5,1% Volumenalkohol und ist ein Vollbier, enthält Bio-Gerstenmalz, Bio-Hopfen, ist naturbelassen, kalt abgefüllt, das haben sie jetzt zweimal draufstehen. Ja. Es ist bis 15.02.2016 haltbar. Ist jetzt das Bier, das bis jetzt am allerwenigsten lang hält. Ist natürlich die Frage, wann es abgefüllt wurde. Ob es also schon länger gibt. Das heißt, glaube ich, drei Schwestern. Und es sind drei Damen hier abgebildet. Es steht sonst nirgends drauf, dass es drei Schwestern hieße. Das ist also so eine Insider-Information. Und wie schaut es bei deinem Bier aus? Ja, es ist klar. Es gefällt mir sehr gut. Es hat einen interessanten Nachgeschmack. Also drauf steht, es ist hell und kräftig. Ja, kräftig. Ich finde es jetzt, ich weiß nicht. Das ist schwer zu sagen. Irgendwie, wenn man's, während man es trinkt, ist es total mild, aber der Nachgeschmack ist was ganz was Eigenes. Vielleicht ist das das Kräftige. Aber das, nein. Es erinnert mich eher an Chlor? Chlor? Ganz blöd gesagt, ich weiß nicht. Das ist irgendwie, wenn ich Chlor rieche, dann habe ich so ein Gefühl in der Nase, was ich in dem Fall auch habe. Was mich dazu bringt, es unbedingt kosten zu müssen. Natürlich. Wahrscheinlich rede ich da jetzt auch wieder total den Blödsinn und das ist, er sagt das jetzt genauso, wie ich es fühle, aber... Ja. Es wäre so schön, wenn ich das sagen könnte, was du fühlst. Ja, das wäre super. Ah, okay, ich verstehe den Namen. Ja? Ja, weil da steht nämlich, seine Braukunst machte Josef Flügler wegen seines lahmen Beines, der Schlappe Seppel genannt, zur Legende. Ach so. Im November 1631, so eine Anekdote, braute er für den Schwedenkönig Gustav Adolf und sein Gefolge das erste Schlappe Seppelbier. In Aschaffenburg. Aschaffenburg. Kennst du Aschaffenburg nicht? Nein, kenne ich nicht. Ah. Also, wie er sagt, seither steht Schlappe Seppel für meisterliche, untypische Braukultur. Ja, untypisch. Ah, jetzt wissen wir, warum also das so gut heißt. Also erstmal möchte ich mich natürlich bei allen Aschaffenburgern... Sorry! Entschuldigen, ja. Ja, aber es ist so, dass manche Leute nicht so weit rumkommen, dass man Aschaffenburg unbedingt kennt. Das ist was Deutsches, oder? Ja, das ist was Deutsches, ja. Aber
Ich war jetzt diesen Sommer sogar in Wurmanskwick. Wurmanskwick kennt überhaupt kaum jemand. Ja, sonst fahre ich nach in Ortschaften wie Düdelsheim, das ist in Hessen. Sehr schön. Ja, kennt keiner. Nein. Ja. Ich kenne Innenkirchen, irgendwo in München. Ja. So, es gibt in der Nähe von Frankfurt auch eine Ortschaft namens Linsengericht. Schön. Ja. Schön. Ja, aber es gibt dafür auch, glaube ich, einen St. Veit in der Gegend Richtung Kärnten runter. Ja, bei uns gibt es auch einen St. Veit. Aber das ist nicht in der Gegend. Nein, das ist nicht in der Gegend. Das Coolste an der Sache ist, dass in der Gegend. Ach so, es heißt schon so. Es heißt so. In der Gegend. St. Veit in der Gegend. Ach so. Ja, sonst wäre es nicht lustig. Verstehe, okay, gut. Ja, es tut mir leid, ich bin mit Deutschen. Das ist aber bei Kärnten unten. Kärnten, naja, aber ganz ich, so. Wegen dem meine ich jetzt. Achso, Aschaffenburg, ja. Dass ich bin mit deutschen Örtlichkeiten. Örtlichkeiten, danke schön. Nicht so vertraut. Die deutsche Geografie, ich meine, ist immens viel umfangreicher als die österreichische. Allerdings, ich weiß immerhin, wo Berlin ist und wo Köln ist und wo Hamburg ist und wo München ist. Damit kannst du schon mal etliches verorten. Ja. Ja. Das hilft ungemein. Immerhin. Ja. Wenn du noch Dresden hast, dann hast du ja, so ungefähr Richtung. Ja. Ja. Deutschland. Nördlich von Prag. Nein. Ja. Da muss ich öfter nach Deutschland fahren und dann. Ja. Ja. Da gibt es so YouTuber-Treffen, da könnte man hinfahren. Da könnte man. Wir haben ja einen YouTube-Kanal. Kann man machen. Glaube ich, ich werde mich mal breitschlagen lassen? Breitschlagen lassen. Gut. Also, ich muss sagen, das Fastanza Spio Calier Edition würde ich meinem Onkel sofort ans Herz legen. Es ist vor allem nicht weit weg von da, wo er wohnt. Und es schmeckt mir sehr gut. Beim schlappen Seppel, es tut mir leid. Also, irgendwie schmeckt mir das zu schlapp. Bier im. Nein, gar nicht so schlapp. Es hat so einen Nachgeschmack, der sicherlich untypisch ist, aber nicht meins. Nein, das. Was ganz was Eigenes. Ich kann es nicht sagen. Obwohl ich normalerweise mich immer auf Bockbiere freue, ist das jetzt ein Bockbier, was ich jetzt aufgrund dessen, weil ich sehr viel Bockbier-Erfahrung habe, nicht unter die schlechten Bockbiere einordnen würde, weil es da sehr viel Schlimmeres gibt. Für alle, die Schlappe Seppel sehr gerne trinken, vielleicht hat ja die Flasche was. Vielleicht ist auch mein Geschmack heute etwas getrübt. Tut mir leid. Ja, es ist ja nicht schlecht. Es ist wirklich nur dieser Nachgeschmack, der haut das irgendwie auf. Ja. In diesem Sinne haben wir hier wunderbar wieder verlinkt. Die letzte Bierverkostung. So auf meiner Bauchgegend findet ihr ein random irgendwas Video. Und hier zwischen uns den Abo-Button. Wenn es euch gefallen hat, bleibt weiter dran. Abonniert. Wenn es euch nicht gefallen hat, warum schaut ihr dann die Videos? Ja, ihr könnt natürlich einen Daumen nach oben da lassen, einfach weil es unüblich ist. Genau. Weil untypisch wie der schlappe Seppel. Ja. In diesem Sinne verabschieden sich Arnulf das Schandmaul und Lisa. Prost.